Hallihallo, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Let's Play Space Engineers. Sebastian, hi. Hi. Ja, wir haben letztes Mal geschafft, die Kolben vorzubereiten. Jetzt brauchen wir nur noch die Füße anzusetzen. Ich meine, hattest du dir schon Material mitgenommen, um die Füße zu bauen? Oder wolltest du das gerade machen? Boah, da fragst du den Richtigen. Ich habe keinen Schimmer. Kann man mal gucken. Ah, auf jeden Fall habe ich meine Waffe noch. Ist das nicht Freuden? Freuden, ja. Das ist voll Freuden. Ist das nicht schön? Du hast deinen Helm noch auf. Ja, das ist halt J. Das ist halt J, ja. Das stimmt, ja, das ist schon ziemlich J. So läuft das hier halt. Was brauchen so ein Teil? Au! Was? Was war's? Ach, nix. Ich bin gerade an eine Gesundheitsstation gegangen und die hat mir Leben abgezogen. Ich war auf 6% gerade. Ja, Robin, das ist ein Geben und Nehmen hier, ne? Das ist nicht so leicht. Wie, was? Du hast 100% und willst dich heilen lassen? Erstmal Bitch Slap. So, wir brauchen 16 große Stahlrohre. Aber erstmal müssen wir die Dinger setzen, ne? Wie? Alles klar. Ja, erstmal nur setzen, klar. Fertig schweißen können wir immer noch. Aber versuch schon mal so viel wie möglich mitzunehmen und das dann so on the fly dran zu schweißen. 600. Das wäre schon ziemlich geil. So, 238. Ich prüfe hier schon mal die Maschinen. Und ich werde mir, glaube ich... Immer noch besser. Das ist immer noch besser als ein Kolbenfresser. Ja, pass auf, witzige Geschichte. Der große Fuß, der passt nicht, Robin. Ja, ich weiß, weil wir abheben müssen. Machst den übrigens längs dran, ne? Also in Fahrtrichtung. Wir müssen noch was vom Dingens abmachen. Was müssen wir abmachen? Der ist 2x3. Also 2x3x1 ist der. Der passt da dran. Bei mir wird er rot angezeigt. Ja, und weil wir zu nah an der Erde sind. Der geht aber noch bei mir ins Material rein. Ja, aber wir naja, dann... Nee, das passt. Glaub mir, das passt. Aber wir sind... Wenn wir abgehoben sind, passt der. Nein, so, es hat letztens einer in die Kommentare geschrieben, der findet das toll, dass wir nicht abgehoben sind, Robin. Damit fangen wir jetzt gar nicht erst an. So. Ja, jetzt komme ich dann nicht mehr dran. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss mich jetzt erstmal in eine stabile Fluglage bringen, ja? Und dann komme ich tiefer. Und du sagst Stopp, bevor ich den Boden berühre. Willst du nicht erstmal den Kolben einfahren? Kann ich nicht von hier aus, dafür hatte ich immer dich. Oh, so. Ja, warte mal, ich versuch's mal hinten. Hinten ist näher dran. Ne, geht nicht. Wie geht nicht? Geht gar nicht? Nee, es geht nicht, es ist rot, Robin. Wie schon. Alter Schwede, du killst mich gleich. Nein, du nicht, du setzt auf. Noch ein bisschen höher, versuch mal. Nö, es ist zu weit. Das geht nicht. Das Ding ist zu nah an den Blöcken. Es muss doch eine Reihe Blöcke weg. Dann müssen wir jetzt echt umbauen, oder was? Wir müssen umbauen. Knallhart. Tine Wittler muss her. Was eine Schiete, ey. Tine, wir brauchen dich. Komm her. Ja, dann versuche ich jetzt erstmal hier abzusetzen, ne? Kannst mal ein Parkhilfe geben? Ja, passt, lass runter. Gut? Lass kommen, Sergei. Ja, reicht, passt, wackel in der Luft. Ja, gut. Dann, müssen wir ein bisschen die Karosserie umbauen, glaube ich. Ja, Facelifting. Ja, scheiße, wie machen wir das denn? Ja. Warum passt das denn? Habe ich doch gerade gesagt.
Aber du hast glatt in Fahrtrichtung versucht. Aber sowas von, ich war allglatt von dem Ding. Hast du es an dem ausgefahrenen Fuß versucht? Nö. Lass uns das mal versuchen. Dann versuchen wir das mal. Dann fahre ich die gleich einfach alle aus. Pass auf, ich lege die Mimi eben hier drauf. Mimi. Auf die 2 lege ich mir die. So, und zwar die Kolben, wo sind sie? Vorne rechts. Umkehren. Vorne links. Umkehren. Hinten links. Umkehren. Und hinten rechts. Umkehren. Alles klar. So. Achtung. Yo. Versuch's erstmal bei dem einen. Ach so, ja. Sofort. Eil, ich fliege. Ja, habe ich dran gesetzt. Okay. Jetzt fahre ich den mal ein. Das ist vorne links, ne? Vorne links, ja. Und du guckst, ob irgendwas damit schief läuft. Oh Gott, gleich bricht ich das vordere linke Triebwerk ab. Nö, passt. Das sieht erstmal gut aus, ne? Das schnuckel ich. Passt. Gut, dann kriegst du jetzt hinten links. Dann streck mir den Fuß raus. Oder weißt du was? Ich streck die schon mal alle. Kannst du dir einen aussuchen? Ja, das Problem ist, die Dinger, die können nicht greifen, ne? Hm? Die Dinger können ja noch nicht greifen. Nee, können sie noch nicht. Also eine gefährliche Landung. Du müsstest ein kleines Fitzelchen runter. Okay. Noch ein Stück. Ja, stopp. Jetzt ein kleines bisschen hoch. Stopp. Ist das richtig rum? So. Guck mal in die Außenansicht. Hinten rechts wird nämlich ziemlich knapp mit dem Landen. Außerdem hast du einen Fuß wieder eingefahren. Ich habe 2 Füße wieder eingefahren, weil wir schräg am Berg landen müssen. Ah, okay. Du hast schon die Vision gehabt, okay. Jo. Oha. Jetzt natürlich oha. Mit unfertigen Sachen hier landen. Kannst du einen fertig schweißen, dass ich auf jeden Fall schon mal verriegeln kann? Ne, so viel Zeug kann ich nicht mitschleppen auf einmal. Shit. Aber egal, ja, ganz geschmeidig. Dann weiß mich mal bitte ein. Hinten links muss rein, vorne links muss raus. Ne, Moment, du kannst verriegeln. Der ist gelb, der leuchtet gerade gelb. Ja, aber der gibt mir keine Einstellung. Ich kann nicht P drücken. Hinten links muss auf jeden Fall rein. Was machst du denn jetzt? Boah, ich snicker ab hier. Hinten links muss rein, Robin. Jo. No. Komme ich gut? Wie ist das mit dem Baum nach hinten? Du müsstest vielleicht noch ein kleines bisschen rollen. Ja, in welche Richtung? Nach links. Ja, stopp. Stopp. Ist ganz langsam geschmeidig. Da hat's Funken gegeben. Das stoßt schon die ganze Zeit. So. Es rutscht. Es explodiert. Der linke Fuß ist weg. Warum bist du jetzt wieder abgehoben? Weil Sachen passieren. Tschüss, Robin. Ja, Funken sprüht die ganze Zeit schon an der... Der linke Fuß ist abgebrochen, oder? Ja. Ach, die Lampe auch. Och nee. Doch. Na toll. Pass auf, ich versuche jetzt mal rückwärts einzuparken. Oh je.
Oh je. Das wird aber sowas von hart in die Hose gehen, mein Freund. Du gehst nur runter, du packst dich rückwärts ein. Ich muss vorne noch einen Fuß ausfahren, ne? Welchen nehme ich denn? Ja, vorne rechts. Boah, Alter, ist das Ding verbogen. Alter Schwede, ist der Kahn verbogen, ey. Ja, ohne dich, der die Kolben hier sichert. Jawohl. Jetzt bricht das Ding komplett ab. Oh, scheiße. Sebastian, hast du was dagegen, wenn ich mal eben schnell neu lade? Nee, der vordere Triebwerk ist auch abgebrochen. Lad neu. Okay. Einstellung nicht speichern. So. Welt laden. Ah, ich hoffe, ja, voll, der hatte das nicht gespeichert. Jetzt war ich auch mal live dabei, was wir machen, wenn was schief geht. Ja, bei Space Engineers ist das ja Gott sei Dank easy, ne? Ich hoffe nur nicht, dass der jetzt, während ich in der Luft bin, die Welt lädt, weil dann kann es sein, dass der Spielstand ganz im Arsch ist, weil das Schiff dann schon abstürzt, bevor ich die Welt sehe. Ja, bist du so hoch geflogen? Nee, aber du hast ja gesehen, welche Höhen schon reichen, um Sachen kaputt zu machen. Ja, aber gerade eben bist du direkt über das Triebwerk geschrappt. So, da sind wir wieder. Mit 4 Triebwerken. Boah, ich... Du fliegst. Ja, ja. Nee, doch nicht, du stehst. Boah. Du musst einen Fuß fertig machen, das geht so nicht. Ja, schaffe ich aber nicht, ich kann so viel nicht tragen. Ja, aber du hast doch jetzt schon wieder was weg, oder? Ich bin jetzt komplett leer. Ja, meinst du, du schaffst es aufzuspringen? Ich bin im Schiff. Oh. Ja, geil. Dann nimm doch mal ein bisschen was mit. Für, so, dass du einen Fuß fertig kriegst wenigstens. Boah, warte mal, ich baue mir hier so eine Leiter jetzt, so eine Treppe. Ich versuche so niedrig wie möglich zu gehen, damit du nicht Snickers. Oh, da habe ich auch einmal die Leertaste durchgedrückt. Das wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich stelle mich jetzt auch mal mit dem Arsch zum Berg. Alter, so. Boah, dieses Ding zu steuern ist echt unangenehm, weißt du das? So. Nee, macht er nicht. Komm an die kacke Möhre nicht dran. Ich komme an den. Ich komme an den Fuß nicht dran. Wie, du kommst an den Fuß nicht dran? An welchen? Ich kann mir da vorne links. Ich kann mir da keinen hinbauen. Wie, du kannst dir da. Wo kannst du dir keinen hinbauen? Ich wollte halt mir so eine Brücke bauen, weil so komme ich nicht dran, um das zu schweißen. Ja, du sollst doch nach draußen. Was soll ich draußen? Den Fuß fertig schweißen. Nimm dir Material mit, sodass du einen Fuß fertig kriegst. Ja, ich hatte doch gesagt, so viel kann ich nicht tragen. Du kannst nicht genug tragen, um einen Fuß fertig zu machen? Ich brauche allein schon 4 große Stahlrohre. Ja. Ja, dann musst du halt mehrmals rausspringen und wieder reinhüpfen hier. Haben wir kein Eisen mehr? Doch, doch. Eisen ist wohl da. Wer macht den nämlich gerade nicht? Uran, Kobalt? Boah, und das Ding kippt immer nach rechts ab. Ich weiß nicht warum. Wir haben kein Eisen mehr. Erzähl doch jetzt keinen. Ernsthaft? Ja, aber ich kein Eisen mehr. Willst du mich verarschen? Wo ist denn unser Eisen hin? Ich habe doch gerade noch welches gesehen. Ja, der produziert nicht mehr. Vielleicht fehlende Komponenten, Eisenbarren.
Vielleicht ist irgendwo eine Röhre kaputt oder so? Nee, ich guck auch in die ganze Zeit in den Kartons hier. Wir haben kein FE mehr. Der Eisenbarren. 5,89 haben wir nur noch. Kilogramm. Und für 4 Stahlrohre brauche ich 40 Kilogramm. Ja. Was ist das da? Ist das Eisen? Ja, weiß ich, du hast den ja, Sensor. Das ist Eisen. Oh, ich glaube, wir wollten in der letzten Folge anfangen, Eisen abzubauen. Kann das sein? Oder ist da Eisen drin zum Produzieren und der hat das vielleicht noch nicht angefangen? Nein, ist nicht. Wir haben nur schon mal vorbereitet. Wir haben schon einen Graben gezogen und alles. Ja, pass auf. Ja, versuch. Ich suche jetzt erstmal eine Stelle, wo man safe landen kann, ja? Ja, mach. Hauptsache nicht so weit weg. Hier um Ecke war ja gut. Ja, wir brauchen halt irgendwas, wo es wenigstens halbwegs flach ist. Ja, das willst du nicht finden. Wir sind auf dem Berg. Ja, vielleicht oben auf der Kuppe. Guck Wie mal, viel Treibstoff fahren wir noch? War nur mal so eine Frage. Also bei mir steht hier für, wenn ich richtig Vollgas gebe, für eine Stunde Flug. Und wenn ich so normal fliege, dann für 9 Stunden. 3 Stunden, 4 Stunden. Ja gut, sollte reichen. Oh, meine Damen und Herren, wir landen. Robin setzt zur Landung an. Und es wird eine Punktlandung. Ah, ein Träumchen, ey. Ein Traum. Sind wir gut unten? Jetzt sitzt vorne links auf. Sieht aber gut aus. Nix machen. Hab alle Maschinen abgestellt. Gut. Wackelt zwar ein bisschen die Möhre, aber so ist alles gut. Ach so, übrigens, jetzt habe ich meine Waffe verloren. Und 30 Magazine. Echt jetzt? Ja, du hast mich vom Server gekickt. Das war lächerlich. Ja, mein Gott, passiert. Wir haben es ja, ne? Wir haben es ja. Ja, ja. Ja, pass auf, ich mache dann hier innen schon mal ein paar Umbauten am Schiff. Ich hole das Eisen. Wie lange geht die Folge noch? Noch 2 Minuten. Ah, gut, okay. Okay, hier ist Silber. Wo war nochmal das Eisen? Den Berg runter. In welche Richtung? Ich habe jetzt nicht so die Ahnung. Aber gut. Ich glaube Richtung Silber 2. Ach so, du siehst meine GPS-Koordinaten nicht. Es müsste hier so ein bisschen so die Richtung gewesen sein. Warum haben wir uns den nicht gepinnt? Ja, klug gewesen. Oh, habe ich gemacht, in 310 Meter Entfernung. Ja, guck, dann findest du den ja wieder. Dann werde ich mich so lange darum kümmern, dass ich das Schiff ein bisschen umbaue. Ja, aber euch werde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Die Folge ist wieder einmal vorbei. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder am Start seid. Wir müssen das ganze Ding ja irgendwann mal vernünftig flugtauglich kriegen. Ja, das im Moment ist ja eher so, ja, halbgar. Kontrolliertes Abstürzen. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Space Engineers mit Sebastian und Robin. Bis dahin. Tschüss. Ciao.